In diesem Produktvideo zeige ich Ihnen die Neuerungen im Bereich elektronischen Rechtsverkehr. In dem heutigen Video geht es darum, Dokumente effizient an Organisationen zu senden. Und dabei ist mir tatsächlich eine wichtige Information vorweg. Alles, was ich Ihnen zeige, ist für ein besonderes elektronisches Behördenpostfach. Ich habe einfach nochmal alle Postfächer aus dem elektronischen Rechtsverkehr eingeblendet. Wir wissen mittlerweile, es gibt ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach, genauso wie es ein Notarpostfach gibt und noch diverse andere. Die Lösung, die wir in diesem Video sehen, ist für ein besonderes elektronisches Behördenpostfach. Das ist tatsächlich wichtig, weil wir einfach super viele Fragen schon heute bekommen haben, ob wir diese Lösung nicht auch zum Beispiel für ein alternatives Postfach anbinden können. Und da sage ich Ihnen, das, was wir sehen, ist für ein BePO. Weitere Postfächer haben wir aktuell nicht mit angebunden. Kommen wir zur Motivation, wieso wir die Lösung weiterentwickelt haben. Und da sind wir tatsächlich auch auf Ihr Feedback eingegangen und haben folgendes Feedback dazu bekommen. Die Lösung ist cool, ich kann tatsächlich die Organisation, die ich suche, nicht so einfach finden. Und dementsprechend haben wir das als Motivator genommen, das Finden einer Organisation einfach zu verbessern. Genauso wie das Bereitstellen von Daten, also nehmen wir als Beispiel, wir sind in einer im Ordnungsamt tätig und müssen jetzt ein Blitzerfoto an einen Anwalt schicken, dann haben wir das auch als Aufwand genommen, diesen Anwendungsfall zum Beispiel Ihnen noch einfacher zur Verfügung zu stellen und dementsprechend auch tatsächlich dann einfach zu versenden zu können. Zu guter Letzt ist im elektronischen Rechtsverkehr einfach wichtig, dass wir immer die Informationssicherheit gewährleisten. Im Zweifel gehen hochsensible Daten, wie zum Beispiel ein PsychKG-Antrag oder sowas, digital von einer Organisation zur anderen. Und da müssen wir einfach sicherstellen, dass wir alles Mögliche dafür tun, dass wir entsprechend sicher einfach unterwegs sind. Und daraus sind genau drei Neuerungen entstanden, die wir uns auch gleich in Teilen live anschauen. Die erste Neuerung ist eine Adressfeldsuche. Wir können also jetzt im System nicht nur ein Feld suchen nach einem Empfänger, sondern können auf Basis von Straße, Postleitzahl, Ort, können wir jetzt einfach Empfänger aus dem Verzeichnis suchen und so zum Beispiel einen Rechtsanwalt oder eine alternative Organisation sehr einfach auffinden. Gleichzeitig kann es auch sein, dass Sie verschiedene Organisationsformen vertreten, also zum Beispiel nicht nur eine Kreisverwaltung sind, sondern vielleicht auch ein Jobcenter, was Sie dann von der Bundesagentur als Auftrag bekommen haben, oder eine kassenärztliche Vereinigung, die gleichzeitig auch eine Ärztekammer darstellt. Das sind alles gute Gründe, dass Sie mehr als ein BePO haben. Und wenn Sie mehr als ein BePO haben, dann brauchen Sie auch dafür eine Lösung. Und das werden wir uns gleich angucken, wie wir jetzt verschiedene Absender im System darstellen können. Und die letzte Kernfunktion, die neu ist, ist einfach Cloud-Verfügbarkeit. Wir haben mittlerweile Kunden, die ihr Documents in allen Ebenen betreiben, also sowohl on-prem als auch hybrid, wie auch in einem reinen Cloud-Szenario. Und da war auch einfach eine Anforderung, dass wir diesen elektronischen Rechtsverkehr, das einfache Senden von Dokumenten an Gerichte, Anwälte etc. auch in der Cloud bereitstellen. Und die wichtigsten Neuerungen wollen wir uns jetzt hier auch einfach live anschauen. Dafür wechsle ich einmal in meine Präsentationsumgebung und ich starte hier mit der Startseite. Ich suche mir jetzt einfach mal eine Bauakte heraus, um eine Zeichnung an eine entsprechende Organisation zu senden. Das heißt, ich nehme jetzt hier eine Bauakte und wähle jetzt einfach ein Beispieldokument aus, was ich jetzt an dieser Stelle verschicken möchte. Das mache ich, indem ich jetzt einfach, wie gesagt, aus meiner Akte eins auswähle. Ich nehme jetzt hier einfach entsprechend eins aus der Bauplanung und sage jetzt, dieses Testdokument möchte ich jetzt rechtssicher versenden. Und da ist es tatsächlich so, dass die Erfassungsmaske für den Strukturdatensatz jetzt schon überarbeitet ist. Das bedeutet, als erstes kann ich auswählen, ob ich jetzt ein produktives Postfach oder ein Testpostfach hier nutze. Das machen wir jetzt an dieser Stelle, weil wir sind ja wie gesagt im Testbereich unterwegs. Und hier kann ich jetzt meinen Absender auswählen. Das heißt, Sie können in der Konfiguration all Ihre Postfächer, die Sie haben, hinterlegen und können so tatsächlich auch auf Basis von Berechtigungen entscheiden, welche Nutzergruppe welches Postfach sieht. In meinem Beispiel habe ich zwei Postfächer. Einmal nehme ich nämlich Aufgaben als Landkreis wahr und einmal nehme ich Aufgaben als Jobcenter wahr. Dementsprechend habe ich jetzt hier zwei Absender.
Das mache ich. Und wie gesagt, das ist schon eine Neuerung, dass wir einfach die Möglichkeit haben, mehrere Beppo-Postfächer hinterlegen zu können. Und dann kommen wir auch direkt zur nächsten Neuerung. Ich habe hier wie bisher gewohnt die Einfeldsuche und kann jetzt zum Beispiel nach einem Empfänger per Einfeldsuche suchen. Wenn ich aber tatsächlich jetzt nicht das Postfach gefunden habe, was ich suche, weil ich irgendwie sage, hey, der Dressler, der wohnt zum Beispiel einfach in der Stadt oder das beste Beispiel ist immer Rechtsanwalt Meier. Wenn ich jetzt hier nach Meier suche, dann finde ich einfach diverse Einträge und ich weiß gar nicht, welcher der richtige Meier an der Stelle darstellen soll. Und wenn ich das jetzt irgendwie in der näheren Suche machen möchte, dann klicke ich hier auf das Filtersymbol und habe jetzt einfach die Möglichkeit, zum Beispiel nach Gescher zu suchen und hier mal die Schildabstraße auszuwählen und kann jetzt hier entsprechend filtern und eine Suche durchführen und finde jetzt so sehr einfach das Postfach, was ich benötige. Nämlich jetzt an dieser Stelle, nehme ich jetzt hier den Jürgen Brummer bei der Develop AG, weil ich möchte der Develop AG jetzt hier dieses Dokument zuschicken. Das wähle ich aus und wie gesagt, das ist auch die zweite Neuerung bereits jetzt hier, dass wir im Empfängerfeld nach Straße, Postleitzahl, Ort etc. suchen können. So, dann muss ich jetzt noch hier weiter die Pflichtfelder ausfüllen. Das mache ich jetzt hier an der Stelle auch einfach mal, dass ich jetzt hier zum Beispiel sage Landkreis gegen Develop und sage, das ist jetzt hier ein Vermerk im Original und dann übermittle ich das Dokument. Wir haben jetzt live gesehen, wie wir sehr einfach mit den Neuerungen den Strukturdatensatz erzeugen und entsprechend das Dokument dann auch wieder direkt an den Empfänger, in diesem Fall die Develop AG, versenden. Sie sehen also, die Neuerungen fügen sich nahtlos in Ihren Arbeitsalltag ein und erleichtern an dieser Stelle tatsächlich Ihre alltägliche Arbeitsweise. Ich möchte an dieser Stelle bereits vielen Dank sagen und sollten Sie weitere Informationen benötigen oder gerne sich einfach mit Ihrem Ansprechpartner oder mit Ihrer Ansprechpartnerin austauschen, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Vielen Dank!